Die Frage der ständigen Wiederholungen, wenn wir jetzt nochmal beantworten. Willst du in die Wiederholung gehen? Und du musst wiederholen, und die große Schwierigkeit besteht darin, dass du die einfachsten Worte nicht verstehst. Und jetzt klären wir zuerst nochmal, wen ich mit du meine. Nahezu vor jedem Selbstgespräch, vor den neueren sowieso, vor den älteren Selbstgesprächen, nicht ganz, aber was sind ältere Selbstgespräche und neuere Selbstgespräche? Es ist alles eine Frage der Definition. Aber ich beginne jetzt noch einmal. Ich erkläre es nur dem Geist, der sich jetzt in diesem Moment dieses Gespräch ausdenkt. Das ist eine ganz klare Aussage, wenn man weiß, was Geist ist. Geist ist ewig. Und ich betone auch mit Nachdruck, mich interessieren die Affen, die Menschenaffen bei eigener Definition, die du dir ausdenkst, nicht im geringsten. Es sind Figuren in deinem Traum. Du bist Geist, wenn du mich jetzt sprechen hörst. Und solange du das nicht erkennst, dass ich an dir, dein jetzt ausgedachtes Leben, was ist es eigentlich? Das sind jetzt erst einmal nur Worte, überhaupt nichts verändert hat. Du bist immer im Meer derselbe Geist. Aber von Gedanke zu Gedanke schmeißt der, der im Meer ist, ständig unterschiedliche Gedankenwelten auf. Es ist ein ganz einfaches Deutsch und es ist klar, das ist jetzt eine Metapher. Und wenn man das immer vergisst, wird man leiden und man wiederholt. Man wiederholt sich ständig als sterbliches Säugetier, das ums Überleben kämpft. Überleben. Gibt es ein Unterleben, wenn es ein Überleben gibt? Das sind die zwei Seiten. Und ich bringe jetzt da ein Beispiel, das ich jetzt wiederhole. Zuerst das jetzt ausgedachte, unmittelbar vorhergehende, ich rede nicht chronologisch, sondern hierarchisch. Ich weise immer wieder darauf hin, Hieros ist heilig. Es ist das göttliche Heilige, es ist eine Hierarchie und eine Hierarchie ist eine vertikale, eine transversale. Und in dem Spiel, im ewigen Hier und Jetzt, haben wir eine Evolution, das heißt, exvolvere rollt eine Welle heraus, es rollt ein Gedanken, eine Information aus dem absoluten Mittelpunkt heraus und wird zu einer Information von dir. Und dann kommt eine Revolution, es stürzt wieder hinein und es kommt die nächste Welle. Und es passiert im Meer jetzt, weil das mit Lichtgeschwindigkeit passiert. Klingt jetzt viel komplizierter, wie das eigentlich erscheint, aber ich muss jetzt in einem gewissen Maß persönlich werden und dazu muss ich wissen, dass eine Persona zuerst einmal nur eine Maske ist, eine Person. Und ich kann dich nur darauf hinweisen, ohne Holofeeling garantiere ich dir, es gibt in deiner Traumwelt, das ist jetzt die erste Behauptung, keinen allereinzigen Menschen, und ich benutze jetzt das Wort Mensch für einen Trockennasenaffen, einen geistlos nachäffenden Affen bei eigener Definition. Immer daran denken, ich rede nur mit Geist, nicht mit Affen. Affen sind Gedanken. Ich unterhalte mich niemals mit Gedanken, die ich mir denke, sondern mit dem, der sich das ausdenkt. Jetzt zum Beispiel dieses Gespräch, der sich jetzt den Udo ausdenkt, sich selbst ausdenkt, eventuell jetzt eine Erdkugel ausdenkt, die sich um die Sonne rumdreht. Und das, was du denkst, alles, was du denkst, existiert im Meer, in dem Moment, wo du es denkst, in dir selbst. Das symbolisiere ich mit dem träumenden Geist oder moderner dann mit der Metapher eines Computers. Das Spiel spielt sich in dir selbst ab. Das sind ganz klare deutsche Worte. Und es wird niemals irgendein existierendes Wesen, sprich ein Gedanke, den du dir denkst, verstehen. Fulgo, kein Mensch, blau gelesen, kein Enosch, kein sterbliches Säugetier. So steht es in den Wörterbüchern. Und wenn ich jetzt Figuren habe, die in meinem Traum auftauchen und immer daran denken, das Spiel mit Ich bin du, mit Holofeeling beginnt mit Ich bin du. Das heißt, wenn ich von ich rede, rede ich auch von dir. Diese einfache Metapher mit dem Formbücherregal und der zum Lesen anfängt. Es ist derselbe Geist. Es gibt nur einen Geist, religiöse Menschen nennen das Gott oder Allah oder Krishna,
genau genommen dann Vishnu, dann gibt es ja noch einen Brahma und einen Shiva. Das sind alles Wörter, die sind selbsterklärend, wenn man die Wörterbücher beherrscht. Und das musst du nicht wissen, sage ich jedes Mal dazu. Es reicht mir, wenn du weißt, was du selbst bist und was deine Gedanken sind. Und wenn du Geist bist, wirst du erkennen, dass egal an was du denkst, es verändert nichts an dir selbst, an dem, der das erlebt, was er sich denkt. Du kannst nur das erleben, was du denkst. Ich wiederhole schon wieder und ich will jetzt dir mal zeigen, wie unendlich blind es ist, wenn du in die Rechthaberei kommst. Das heißt, eine Person ist eigentlich nur eine Maske und du lebst in einer Welt, wo eine super gescheite Naturwissenschaft, die angeblich riesen Computer bauen kann, die zum Mond fliegt, Teilchenbeschleuniger baut. Cut! Du hast jetzt nur Worte gehört. Was magst du aus den Worten? Inwieweit bist du in der Lage, da jetzt ins Detail zu gehen? Das sind riesengroße Ordner. Der Mondflug 1969, den ich mir jetzt in die Vergangenheit denke, das ist die erste große Erkenntnis. Egal, was du denkst es jetzt. Und du kannst das, was du jetzt denkst, diese Information, die du jetzt selbst in dir aufbaust, um dich herum in Raum und Zeit verstreuen. Das ist hundertprozentig sicher. Aber egal, wo du dir was hindenkst, räumlich wie zeitlich, ist es hier und jetzt. Ich wiederhole schon wieder. Holophilen verstanden haben, beginnt, indem ich einfach diese deutsche Worte verstehe. Und sobald nur ein Hauch von Ego in dir drin ist und du gehst in eine Verteidigungsposition, dann ist Ego in dir. In dem Moment, wo du irgendeinen Gedanken möglichst lang am Leben halten willst, egal um was es sich jetzt dreht. Es dreht sich immer um dich selbst. Ohne dass es sich dreht. Es ist eine tiefste, innerste, intime Berührung. Was ist eigentlich, wenn ich etwas berühre? Magst du, das ist ein Oxymoron? Ein Widerspruch in sich selbst, weil wenn ich was berühre, dann lang ich an einem Punkt. Was rührt jetzt da eigentlich? Ein Oxymoron sind zum Beispiel auch historische Fakten. Wenn ich weiß, was die Worte bedeuten. Das Wort historisch, ich sage immer, historisches Denken macht dich hysterisch. Ist nämlich der Gedanke an eine jetzt gedachte Vergangenheit und das Faktum, die Tatsache, das Faktum ist, dass du jetzt dir an eine Vergangenheit denkst, dir jetzt eine Vergangenheit denkst, die niemals in der Vergangenheit gewesen sein kann. Weil was du denken kannst und was du erleben kannst, erlebst du immer jetzt. Das ist das ewige Hier und Jetzt. Und jetzt ist eine ganz einfache Frage, wer erlebt das? Du. Du, den ich das jetzt erzähle, kein anderer. Alles, was du dir ausdenkst, jeder Mensch, jeder Geist, jeder Gott, ist ein Dasein, müssten in dir. Eine Existenz, die nur deshalb ist, weil du sie denkst. Und das wirst du, ob du willst oder nicht, irgendwann einmal als ein hundertprozentig sicheres Faktum erkennen müssen, um dich geistig weiterzuentwickeln. Und du kannst nichts und niemanden, keine Existenz retten. Ich wiederhole es schon wieder. Weil jede Art von Existenz, existere heißt heraustreten, auftauchen. Das, was für dich in Erscheinung tritt, schon mit dem nächsten Gedanken wieder zerstört wird. Ohne dass es eigentlich zerstört wird. Man muss die zwei Seiten verstanden haben. Und ich will jetzt mal eine Demonstration, eine Demonstration machen von etwas. Und ich sage gleich von vornherein, ich greife niemals irgendein Geschöpf, das ich erschaffen habe, an. Ich bin allumfassende Liebe, mein Spaziergang durch den Zoo. Mein Autor, der Romane schreibt, Belletristik in der breiten Palette von Liebesfilmen über Komödien bis hin zu Dramen und Horrorgeschichten, der all das, was er in sich erschafft an Geschichten zur eigenen Unterhaltung, weil ich will mich ja nicht in der Ewigkeit zu Tode langweilen, wird niemals irgendeinen Charakter, den er in eine Geschichte hineinschreibt oder ein Lebewesen, das er sich ausdenkt. Und jetzt denk an die breite Palette der Fauna der von dir ausgedachten Welt. Wird er vorwerfen, dass diese Dinge genauso sind, diese Charaktere genauso sind, wie er sich ausdenkt?
Hast du das verstanden? Jetzt sei verdammt nochmal selbstehrlich und schau, wie viele Menschen, sprich Dockenlausenaffen, du dir ausdenkst, die du zum Kotzen findest. Das macht dein Programm. Aber können die sich heraussuchen, dass du sie so denkst, wie du sie denkst? Und ich gehe jetzt in unseren kleinen Chat und ich muss jetzt das große Thema, die Wurzel allen Leids, zuerst einmal klarstellen. Dazu übertrage ich jetzt nochmal den Bildschirm. Und zwar ist dieses Thema, die Wurzel von Klage, Leid, Traurigkeit ist Tanja. Trauer, Leid, Bedürfnis, Klage. Das steckt in dem Wort natürlich wesentlich, das ist T-A-N-I-H. Jetzt muss man natürlich wissen, wenn wir uns das genauer anschauen, dass zuerst einmal das hinten mit einem Ja endet. Am Ende steht immer Ja. Das ist die Kurzform von Gott. Und es beginnt das Spiel mit einem Da. Und das ist der Wachraum, die Kajüte, die Loge, die Nische, das Gemach, schlichtweg und einfach. Es ist eine erscheinende Schöpfung. Stimmt oder stimmt? Und diese erscheinende Schöpfung ist eine Existenz, die zuerst einmal, sobald es in Existenz tritt, Eitelkeit darstellt. Interessant, Pyramidenwert ist eine aufblühende 52, ein aufblühender Sohn, der genau genommen, wenn er wieder weiß, wer er ist, ein Gott ist. Ist interessant, ne? Ja. Stark. Ihr werdet irgendwann mal merken, ja, wenn du die Reife hast, zuerst Holofeeling ist das größte Geschenk, das dir dein Leben bisher geboten hat. Und ich rede jetzt nur mit dem Geist, der sich dieses Gespräch ausdenkt. Nicht vergiss, dass das, was ich dir jetzt erzähle, irgendeine Figur in deinem Traum verstehen kann. Keiner, weil das alles Existenzen sind. Mhm. Es sind Erscheinungen. Ich erkläre dir, was die Ewigkeit ist. Und jetzt gehen wir mal in unseren Chat. Und jetzt mache ich ja mal dieses Missverstehen. Dann mache ich jetzt mal hier meinen Tanja-Ordner auf. Das ist jetzt natürlich zwangsläufig, wenn du in einem Chat bist, ist es eine Figur, die meint, sie hätte was verstanden. Und da kann jetzt, der Name ist austauschbar. Das Problem, du glaubst jetzt, ein Mensch zu sein, du hast einen gewissen Intellekt. Und dieser Intellekt macht dich zu dem, der du zurzeit zu sein glaubst. Das heißt, an was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Dann taucht in dir eine Information auf. Ich erzähle es tausende Male. Und das kannst du dir nicht raussuchen, an wen du denkst, wenn du an dich selbst denkst. Und ich bringe jetzt nur dieses Beispiel, das mache ich jetzt länger. Und zwar ist es der letzte Eintrag. Sie gibt Ruhe, sie geht jetzt. Sie fühlt sich nämlich extrem beleidigt. Wir werden uns das genauer ein bisschen anschauen. Und zwar ist der Auslöser letzten Endes Äußerungen. Und jetzt muss ich raubzeitlich werden. Ich muss bröselig werden. Äußerungen, die diese Tanja permanent verbreitet. Nur Gedanken, Cut. Nochmal, immer, du musst dir klar machen, du bist der Einzige, der das erlebt, was jetzt da ist. Du kannst nur deine jetzigen Informationen erleben. Also wir denken uns jetzt Folgendes aus. Du sitzt jetzt im Moment als Brösel, natürlich der Körper ist nur dann da, wenn du an den Körper denkst. Das ist hundertprozentig sicher. Sitzt du vor einem Computer oder eventuell hast du ein Handy in der Hand? Und da ist jetzt auf dem Bildschirm ist jetzt Schriftzeichen. Die sind alle gleichzeitig da. Und jetzt haben wir einen Eintrag. Ich lese das einfach mal. Mit gedachten 13 Jahren wusste die Tanja schon, dass nie einer alles richtig macht und der alles andere alles falsch macht. Hier gelernt Dieter Bohlen, Thomas Anders in der ZDF-Hitparade, da ist dann ein Liedchen noch dabei gewesen. Und auch wenn Udo Nadja abgöttisch liebt und die Tanja bis aufs Blut hasst, daran ändert sich nichts. Sie liegt nicht hundertprozentig richtig und die Tanja nicht hundertprozentig falsch. Auch wenn der Udo sich das sehnsüchtig wünscht. Etwas Neutralität und Objektivität wäre schön von dem Udo. Danke, Udo.
war vor 23 Jahren völlig anders. Wir vermissen ihn, den Udo vor 23 Jahren. Das sind jetzt, sagst du mal nur Worte. Wie reagierst du auf die Worte? Was für Vorstellungen baust du auf die Worte auf? Wir gehen jetzt mal davon aus, du wärst jetzt in diesem Kreis, dass du weißt, welche Figur eine Tanja ist. Du denkst, jetzt geht schon los. Dein Programm lässt dich bei den Namen Tanja an irgendwas denken. Wahrscheinlich hast du mal an irgendeine Frau. Kennst du eine Tanja? Das hängt von deinem Programm ab. Kennst du einen Udo oder eine Nadja? Wenn Menschen träumen, träumt jeder seinen eigenen Traum und du kannst mit Namen, du kannst mit deinem Intellekt nur die Bilder aufschmeißen und die Vorstellungen, die dein Intellekt hergibt. Und dann wirst du plötzlich feststellen, dass Namen, es gibt Tausende von Tanjas, es gibt Tausende und Abertausende von Udos und Nadjas. An welche du zuerst denkst in einer Reihenfolge, macht dein Programm. Aber all diese Behauptungen sind subjektiv, absolut subjektiv geprägt von einem ganz bestimmten Programm, das letztendlich nur seine eigenen Informationen jetzt äußert in Form von Worten. Stimmt oder stimmt? Ja. Yep. Und dieses Geschwätz mit gedachten 13 Jahren, gut, es sind gedachte 13 Jahren, wusste Tanja schon als 13-Jährige, boah, so eine Äußerung vom Säugling bis zum Greis. Wie oft ich das erzähle, du kannst es von unten nach oben sehen. Da ist eventuell die Ahnung, dass alles ganz anders ist. Das ist, und jetzt habe ich meine geistreiche Antwort und die will ich jetzt durchgehen, weil hier, ich rede ja nur mit einem Geist. Das ist M-A-I-N-E, heißt von einem nicht existierenden E-Quadrat. Das ist J-C-A-I-C-H. Das setze ich jetzt einmal voraus, dass du weißt, das ist ein und derselbe Geist. In der Physik ist es die Einstein-Formel, diese Energie, die ständig in eine andere Form von Energie umgewandelt wird, die aber selbst, auch ein Satz, den ich tausende Male wiederhole, in jedem Physikbuch nachlesbar, diese Energie kann weder vernichtet noch vermehrt werden. Sie kann nicht vernichtet werden, weil sie ein absolutes, nicht denkbares Nichts ist, und sie kann nicht vermehrt werden, weil sie alles ist. Und der Widerspruch ist so leicht zu verstehen. Bitte schau das kleine Bild unten an, dieses Nichts und Alles. Und ich sage jetzt nochmal, wir haben zwei verschiedene Nichtse. All ist eine Implosion, dass alles in einem Punkt verschwindet, und La ist eine Explosion, dass dieses Nichts, in dem sich unendlich viel komprimiert, in einem Kontinuum, in der Form eines Kontinuums befindet, explodiert. Die Physiker nennen das den Urknall. Und jetzt meine einfache Sache, es gibt 200 Gramm rote Gnede, das ist Geist. Diese 200 Gramm rote Gnede symbolisieren Geist, nicht denkbar, nicht existierend, der unendlich viele Formen annimmt. Und diese oberflächliche Form, die er annimmt, das ist die Information von dem Geist. Also jeder von dir Geistesfunken. Und das ist jetzt dieser eine Geist, das sind ja E2, das 2 heißt, es sind 2, das ist der vom Bücherregal. Das heißt, der, der alle Bücher des Lebens erschaffen hat und schon zwangsläufig erschaffen hat und durchlebt hat und gedacht ist. Und derselbe Geist, wenn jetzt ein Buch in die Hand nimmt, ein Videospiel rauszieht und es spielt und zu einem Charakter wird, erlebt er nur diese Charakterrolle. Das ist eigentlich ein bewusster und ein unbewusster Geist. Das gehört nämlich wie Wellenberg und Wellendal zusammen. Das ist genau genommen dieses nicht denkbare Nichts. Jeder von dir Geistesfunken, das heißt von dir noch unbewussten Geist, ausgedachte Brösel, und der Brösel pro Samen verstehe ich Mensch. Mensch nochmal kannst du nicht sehen, du siehst, wenn du einen Menschen siehst, bloß dessen Maske. Und hinter der Maske steckt dann der Mensch ist das Programm, das praktisch seine persönlichen Sichtweisen, seine Informationen in ihm aufwirft. Kann für dich denkenden Geistesfunken. Du bist der, der sich das alles ausdenkt. Du Geist denkst dir das jetzt aus, dieses Gespräch. Du denkst dir eine Tanja aus, und wenn du jetzt ganz normal programmiert bist, dann erfährst du von dieser Tanja, die du vielleicht überhaupt nicht kennst oder glaubst selbst zu sein. Dass da irgendwo ein Udo, eine Nadja abgöttisch liebt, du denkst jetzt zwei, ein Männchen, Udo, männlicher Name, Nadja, weiblicher Name aus, und eine Tanja aus, die du vielleicht gar nicht kennst, die dieser Udo bis aufs Blut hasst, weil das da steht. Es sind aber nur Worte, und das, was machst du aus den Worten? Und dann erfährst du noch, dass der Udo
vor 23 Jahren völlig anders war wie jetzt. Jetzt ist er offensichtlich ein vollkommenes Arschloch. Also jeder von dir ausgedachte Brösel kann für dich Geist, der du dir das ausdenkst, für diesen denkenden Geistesfunken, das steht jetzt übrigens so komisch da, weil DN hast eine geöffnete Existenz und nochmal eine geöffnete Existenz. DN heißt Urteilen, was dann genau genommen übrigens, wenn hier ein Urteil ist und hier ein Urteil ist und in der Mitte ist Ken, das ist das hebräische Wort für Fundament, da bin ich oft darauf eingegangen, die Basis. Wobei das griechische Wort Basis eigentlich heißt, worauf man tritt. Das ist jetzt, das symbolisiert den Einheitskreis. Du hast oben zwei Phasen und unten zwei Phasen. Plus, 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 minus, 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 plus. In diesem Einheitskreis kann für dich denkenden Geistesfunk nur, das heißt, ein Existenz an einer aufgespannten Berechnung ist das hebräische Wort für flackernd. In einem ständigen Wechsel, schau mal ein kleines Bild an. Nur so optisch erscheinen, das ist jetzt eine Währung, schön oder hässlich. Das heißt also, wenn du jetzt an einen Trockennasenaffen denkst, den findest du den entweder schön oder hässlich. Wenn du anfängst, dir Gedanken zu machen, gefällt er mir oder gefällt er mir nicht. Und charakterlich so sein, gescheit oder dumm, lieb oder böse, diese Eigenschaften, diese Adjektive entstehen erst, wenn du dir das denkst. Und die Kunst eines bewussten Geistes ist zuerst einmal Cut zu machen, was ist jetzt da? Du schaust erst einmal, was jetzt da ist. Und das, was jetzt da ist, ist einfach nur. Es ist. Und dann wirst du feststellen, dass in dir eventuell eine solche Wertung auftaucht. Diese Wertung wird aber geprägt von dir selbst, von dem Charakter, von dem Wissen, das du zum Denken benutzt. Es können auch andere Brösel in dir auftauchen, die werden, so wie die Tanja jetzt werdet, die wir uns ausdenken. Und jetzt ist es interessant, wie er. Das heißt, dieser ausgedachte Brösel von dir Geistesfug ausgedacht wird. Es kann kein Mensch, bin dir Strich Trockennasenaffe, anders sein, wie er von dir gedacht wird. Kein einziger Mensch, den du dir denkst, der immer, immer, in dem Augenblick in dir zu einer Information wird, wenn du an ihn denkst, der kann nicht anders sein, wie er von dir gedacht wird. Auch nicht der, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst. Das ist hundertprozentig sicher. Ich schiebe jetzt hier nochmal rein, Holofeeling zerstört jegliche Art von bisherigen Wissen deiner Menschheit. Naturwissenschaftliches Wissen, religiöses Wissen, egal welche Religion du dir ausdenkst, und philosophisches Wissen. Aber zerstör nicht in einer Form von Kaputtmachen, sondern von Vereinigung. Wieso? Weil das unendlich viele sich widersprechende Puzzlestückchen sind, diese unendlich viele Rechthabereien in Religion, in Naturwissenschaft, unter Menschen, diese Streitereien sind nur Puzzlestückchen, Perspektiven, die widersprüchlich erscheinen. Sie werden aber in dem Augenblick zerstört, wo man die absolut lückenlos, sogar arithmetisch zusammensetzen. Das ist die Heiligung, das ist der Heiligungsprozess. Seid ihr noch dran? Ja. So, und jetzt schauen wir uns, ich habe jetzt da dieses 575 hingeschrieben und das ist das hebräische Wort für Fantasieren und Wachträumen. Und ich weise immer wieder darauf hin, diese Radix, können wir ganz kurz einmal machen, die Grundradix 575, das ist jetzt die Dora, suchen wir die mal durch, halt. Was habe ich verkehrt gemacht? Fünf brauche ich je. Wer bin ich denn, Deppert? Jetzt haben wir sie. Die kommt 801 Mal in dieser Version. Da ist jetzt ein B hinten mit dran. Das sind eigentlich, das ist hier mit übernommen worden. Das sind eigentlich 700 und etwas Mal. Ah, ich weiß wieso, Entschuldigung. 700 etwas, ich muss auf ganzes Wort umstellen, das habe ich gerade anders gehabt. Ich habe nämlich gerade mit Holger jetzt gedacht, gerade was nachgeschaut, wenn man nach einem Abstieg schaut, ich denke mal doch, da stimmt doch was nicht. Das müssen noch 704 sein, das habe ich tausendmal schon gezeigt. Diese Radix kommt 704 Mal in dem Hebräischen dennoch vor und wird nicht einmal so übersetzt.
Obwohl in jedem Wörterbuch, ich zeige dir das einmal, die 577, können wir mal in Wörterbücher rein. 575, interessant. 575. Ich bin jetzt so ein wenig aufgezwickt. Das sind verschiedene hebräische Wörterbücher. Schau mal, Wachträumen, Fantasien, Traum, Geschichte, Traum sehen, Irrbilder schauen, irre reden, Fantasien, irre reden im Schlaf, du träumst jetzt. Irre reden, schlafen. Dasselbe in Grün im Lateinischen. Gesinius Lateinisch. Er träumte, er wurde verrückt, ein Träumer. Träumen. Und dasselbe Wort hast auch ansprengen, spritzen, herausspritzen. Schau, das ist die Zusammenfassung. Na, was ist denn heute los? 5, 7, 5. Ganz So, langsam, ganz Lupo langsam. ist perfekt. Fantasieren, das heißt, dieser da, den wir uns jetzt ausdenken, geöffnete Schöpfung, dieses da, etwas, diese, er ist, das ist der Geist, aus dem spritzt etwas heraus. Es sprengt, er spritzt etwas aus dir heraus und das ist das, was du dir ausfantasierst in deinem Wachtraum. Das kann man jetzt übrigens Hase sprechen. Und ich sage immer, etwas vor sich hin träumen, fantasieren, wachträumen. Der Dark-T-Raum ist ein Spiegelraum, der wie ein Hase unberechenbare Haken schlägt. Stimmt. Und heute ist dieser Dark-Traum. Heute ist ein ewiges, ständig wechselndes Hier und Jetzt. Jetzt müssen wir da wieder zurück. Das ist jetzt nur, wie er, dieser jetzt von dir ausgedachte Mensch, dieser Charakter, das heißt, dieser ausgedachte Brösel von dir geistesfunk ausgedacht wird. Lass uns das doch mal lesen. Einfaches Deutsch, jener von dir Geist, ausgedachte Mensch, Person, gilt nicht nur für Menschen, gilt jeden für jeden Gedankenbrösel, der in dir auftaucht. Ob das ein Haus ist, eine Erdkugel, ein heliozentrisches Weltbild, ein Computer, irgendein Lebewesen, ein Zustand, kann für dich denken, den Geist, der das in sich selber schafft durch sein Denken, nur ein flackerndes Licht, optisch, so optisch erscheinen, schön oder hässlich und charakterlich sein, gescheit oder dumm, lieb oder böse wie er, das heißt dieser von dir ausfantasierte, ausgedachte Brösel, dieser Moment, dieses Puzzlestück von dir geistesfunk ausgedacht wird. Das ist die präziseste Philosophie, die es überhaupt gibt, die absolute Liebe zur Weisheit, was ist jetzt da? Sofort überprüfbar von jedem Geist, ohne großen Intellekt, die wohlgemerkt jetzt, wohl GE-Quadrat, dieser Geist besteht aus, das ist UB und das ist eine Trinität, das ist UB, Gott Vater, Gott Sohn, das ist JC und ICH, die zwei roten ist, merkt jetzt, die wohlgemerkt jetzt von dir geistesfunk ausgedachte obige Äußerungen, dieses von dir geistesfunk jetzt ausgedachten Danja-Brösels, den du dir aufgrund des Namen Danjas und dieses Schriftstückes ausdenkst, stellen nur die persönliche Meinung. Kann eine Maske eine Meinung haben? Eigentlich Ich nicht. verweise nochmal der Genauigkeit halber, dass das Person heißt Maske und Larve, denk an die Raupe, heißt aber auch als Personare hindurchtönen. Das heißt, wenn in deinem Traum ein Brösel, ein Mensch, eine Person auftaucht und ich spricht zu dir, spricht nicht die Maske, nicht die Person. Die Maske sitzt auf einem Menschen, so nennen wir das, wobei der Mensch jetzt nicht der Körper ist, das ist ein Symbol, das ist ein gewisser Charakter und erst dann dahinter kommt der Geist, der in Verbindung mit seinem Charakter durch seine Maske in deiner Traumwelt was äußert. Aber erleben tut es bloß der, der sich das ausdenkt. Also gut, stellen nur die persönliche Meinung. Und jetzt muss ich etwas, das ist jetzt eine absolut wertfreie Beschreibung, keine Kritik, eines dummen, sehr unreif und offensichtlich auf wen auch immer, ich nenne jetzt dieses wen auch immer, nenne ich einmal Nadja eifersüchtigen Menschenkind des Charakters da. Sie spinnt sich was zusammen, sie kann sich nichts zusammenspinnen, weil sie weiblich ist und weiblich ist nur ein Programm, sondern der Geist, der mit diesem Programm arbeitet, spinnt sich mit seinem Charakter was zusammen, was bloß er selbst erlebt. Oder jemand erlebt, der sich den jetzt diesen Charakter ausdenkt. Hast du Geistesfunk Es?
das heißt uns selbst, den immer noch nicht verstanden. Ich, Gopi, sage dir, Geistesfunk, dir, den ich das jetzt erzähle, ich erzähle es nur an alle Einzigen, was du aus dem Wort machst, was du verspähst, wie du darauf reagierst, hängt von deinem jetzigen Charakter ab. Das heißt, da ist nur ein Geist und du, Geist, hast in dir einen gewissen Intellekt und dieser Intellekt interpretiert jetzt die Worte und er reagiert auf diese Worte. Und du erlebst nur deine eigenen Reaktionen. Jetzt kommt der Satz wieder. Den Traum erlebt nur der Geist, der träumt niemals als eine Figur, die du dir ausdenkst. Ich, OB, sage dir, Geistesfunk, jetzt noch einmal, die von einem ausgedachten Menschenbrösel geäußerten Behauptungen und einseitigen Bewertungen, gleichgültig, wen du dir jetzt ausdenkst, ob das ein Physikprofessor ist, ein Pfarrer ist, ein Physiker ist, ein Philosoph ist, ein Nachrichtensprecher ist, dein bester Freund, deine Eltern, du selbst, der, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst, das heißt, dessen Bröselkritik, Kritik heißt nur mal Bewertung, der kann behaupten, es ist richtig und er kann behaupten, es ist verkehrt. Das ist eine Kategorie 2 Behauptung. Jetzt immer wieder ist er welcher Balk oder ein Dahl. Egal, was er behauptet, er entheiligt das, was er anschaut. Sagt nicht das Geringste über die von ihm kritisierten Menschen aus. Ist Putin ein Guter oder ein Böser? Was meinst du? Ein Guter. Kannst du es beschwören? Kennst du den überhaupt? Oder rezitierst du, äffst du nur irgendeine Einseitigkeit aus dem Internet noch? Jetzt kommt auch wieder so ein Satz. Egal, was du mir mit irgendeinem Ausschnitt, einem Schriftstück, gleichgültig, ob das aus einem Buch ist oder ob das aus dem Internet, der Internetseite ist, beweisen willst, ich beweise dir, dass ich dir zum selben Thema 1000 andere Seiten zeige, wo zum selben Thema das genaue Gegenteil oder was anders behauptet wird. Und ich betone jetzt nochmal, woher nimmst du diese impertinente Arroganz zu glauben, das, was du geistlos nachäffst, ohne das beschwören zu können, ist das einzig Richtige? Ich muss jetzt etwas strenger werden, weil sonst fliegt dir deine Welt um die Ohren und du wirst da sitzen und heulen und es gibt die nächsten 1000 Jahre kein Zurück. Ein ewiges Wiederholen von derselben Scheiße. Das heißt, es sagt nicht das Geringste über die von ihm kritisierten, sprich bewerteten Menschen, die von ihm kritisierten Dinge oder die von ihm kritisierten Sachverhalte aus. Ein heiliger Geist kritisiert nicht, der schaut einfach bloß, was da ist und schaut dann, welche Kritiken in ihm auftauchen. Das ist jetzt das ein Beispiel. Ist jetzt das Christentum richtig oder verkehrt? Was ist das Christentum? Eine Tasse mit vielen verschiedenen Perspektiven. Es sagt dazu hierüber überhaupt nichts aus, aber alles über den nur einseitig urteilten Charakter dieses von dir Geistesfunken ausgedachten Kritikers. Dir muss nämlich klar sein, dass sobald ein Kritiker in dir auftaucht, wo kommt der her? Der kommt aus dir. Übrigens auch, wenn er auf deiner Verabredung als sinnlich wahrgenommene Person auftaucht. Du bist ein träumender Geist. Alles, was ein träumender Geist erlebt, kommt aus ihm selbst. Das ist jetzt übrigens nicht irgendeine Theorie, so wie es unendlich viele Theorien, heißt Sichtweisen, gibt. Die Wissenschaft arbeitet mit Theorien, die Philosophie arbeitet mit Theorien, Holofeeling arbeitet mit hundertprozentig sicheren, sofort auf der Stelle überprüfbaren Fakten. Was ist der Udo Petscher jetzt? War der jetzt die ganze Zeit da? Unten rechts in der Ecke als Pixelmännchen, eventuell je nachdem, wie dein Computer eingestellt ist. Holofeeling ist hundertprozentig absolut präzise eine Beschreibung von dem, was ist. Überprüfbar. Darum sage ich, mit Holofeeling kriegst du nicht gesagt, was du tun sollst oder was du nicht tun darfst, was richtig oder was verkehrt ist, was alle Religionen machen, was alle Naturwissenschaftler und Philosophen machen, die einseitige Theorien, Sichtweisen vertreten, sondern Holofeeling erklärt dir, was ist. Das kann aber nur Geist verstehen. Okay, lass uns das nochmal lesen. Also, von einem von dir ausgedachten Menschen, gleichgültig, ob du denn jetzt dir denkst, dass der das angeblich gesagt hat, ist ja nur dann ein Gedanke, oder ob er es jetzt unmittelbar auf deiner Verabredung als sinnlich wahrgenommene Person äußert. Diese geäußerten Behauptungen und einseitigen Bewertungen
Das heißt, diese Bröselkritiken von Trockennasenaffen, die geistlos nachäffen, sagt nicht das Geringste über die von ihm kritisierten, bewerteten Menschen, kritisierten Dinge oder Sachverhalte aus. Aber alles über den nur einseitig urteilenden Charakter dieses von dir geisteswung ausgedachten Kritikers, der wiederum doch gar nicht anders sein kann, wie er doch immer hier und jetzt, wann denn sonst, von dir selbst ausgedacht wird oder sinnlich wahrgenommen wird. Übrigens, dieses Wir, das ist wieder E-Quadrat. Öffnen, das ist es Dalet. Wir Geist öffnen immer mindestens 4 Seiten von unendlich vielen Seiten. Und sobald du die 4 denkst, sind schon 8, aber das habe ich reichlich erklärt. Und jetzt habe ich hier noch drangehängt, als Brösel Udo liebe ich einzig meine Frau Marion, das ist jetzt eine Äußerung von dem Brösel Udo, über alles. Und als OB liebe ich alles und jeden gleich. Das sind die Wellen-Ichs dieser Filmcharaktere. Ermaßen. Da kommt die Masse mit her. Das Messen, das Tun, das Machen, das Handeln eines bewussten Geistes. Und ganz nebenbei der Charakter, wenn wir hier mal reinschauen, der schreibt sich Abi. Das ist das hebräische Wort für Charakter. Und da haben wir jetzt schon die 2 Seiten, mein Zoll, mein Groll. Aber es ist ganz einfach die Schöpfung, das schöpferische Wissen deines Intellekts. Das schöpferische Wissen deines Intellekts, das ist es, das ist dein Charakter. Und dein Intellekt, mit dem ist es nicht so weit her, glaub es mir. Das liegt noch extrem im Argen. So, und wenn du, jetzt gehen wir mal weiter. Sie kann einfach keine Ruhe geben. Sie antwortet drauf, diese Tanja, die wir uns jetzt natürlich ausdenken, es sind nur Gedanken, keine Schutzzuweisung. Sie, ich habe nämlich hier definitiv dann geschrieben, dass sie einfach nicht loslassen kann, sie gibt einfach keine Ruhe. Können wir jetzt reinfahren, wenn wir uns das anschauen, ohne zu kritisieren, ich versuche wach zu machen. Sie gibt Ruhe, sagt sie jetzt. Sie geht jetzt. Danke für alles. Es war gelogen, was du zur Begrüßung hier auf Skype am 6.6.22 geschrieben hast. Ich bin nur wegen dir hier. Das war eine Lüge, sagt sie jetzt. Jetzt geht's, jetzt hat sie die Schnauze voll von dem Udo. Was bedeutet das? Sie hat irgendwann einmal, und jetzt muss ich wieder bröselig reden, jetzt denkst du dir eine Welt aus, das ist eine Tanja, ein Udo, und irgendwann einmal hat die Tanja eine Skype-Anfrage an den Udo gestellt. Das sind jetzt nur Worte, und du denkst dir diese Menschen aus, und wir schauen nochmal das, weil das nicht farbig ist, was ich geschrieben habe, das ist übrigens nicht nur, das hat nahezu jeder kriegt der neue, je nachdem wann die Skype-Anfrage gestellt hat, jeder, der neugierig wird auf Holofeeling, das ist die Skype-Anfrage, ich bin jetzt ganz, 6. Juni 2022, vorher war die nicht bei mir im Skype-Ordner, wobei, wie gesagt, diese ausgedachte Tanja, denke ich mir jetzt, wie sie schon sagt, die haben wir vor 20, 23 Jahren, habe ich die als junges Mädchen schon kennengelernt, und dann schicke ich ihr das. Ich, rot gelesen, das Fette ist rot. Ich bin nur wegen dir hier. Wegen dir Geistesfunk. Nicht wegen einem Affen. Ja, das ist die Verwechslung. In jedem Selbstgespräch, versteht ihr kein Deutsch, ich rede mit dem Geist, der mich jetzt, den Udo, sich ausdenkt. Ja. Nur wegen diesem Geist bin ich hier. Alle wollen mich begrüßen und kommen auf mich zu. Also Geistesfunk natürlich. Heute liegt mir die Welt zu Füßen, doch da stehst du, ich, du rotes Ich, du Geistesfunk. Ich bin nur flaggernd, jetzt als Brüssel Udo, der taucht doch mal auf, dann ist er wieder weg, wegen dir hier, Hieros, ist das heilige Ganze gespiegelt, weil hier hast du eine Spiegelwahrnehmung. Da kommen wir gleich dazu. Das ist die Spiegelung. Ich habe es mit Spiegeln und mit Umdrehen. Wegen dir bin ich hier, Hieros, heilig, Ross, Sus. Hier, das ist übrigens der Schreibfehler, sehe ich gerade. Können wir damit leben, da müsste eh rein. Okay, und jetzt werden halt diese Begriffe, das ist jetzt einmal uninteressant. Ich UBH ab, das heißt der Vater auf Hebräisch. Für Mitternacht ein Feuerwerk, mitten in der Nacht, in der Mitte der Nacht, Existenz in der Nacht, ein Feuerwerk bestellt. Diese Facetten sind euer eigenes Werk. Jeder einzelne Geistesfunk hat einen Charakter von mir bekommen. Das heißt, jetzt setze ich für Geistesfunk mal symbolisch einen Computer und jeder hat einen eigenen Charakter, ein Abi, ein schöpferisches Wissen. Das ist der Intellekt, den du zum Denken benutzt. Ich, OB, nenne das auch einen Schwamminhalt. Ohne das jetzt nochmal zu erklären, kein Mensch konnte sich seinen Schwamminhalt raussuchen, seinen Intellekt, der letztendlich bestimmt, an wen du denkst, wenn du an dich selbst denkst.
der bestimmt, welchen Glauben du anhängst, was du als richtig und verkehrt ansiehst, was du hübsch, hässlich, schön, deine ganzen Wertungen, Kritiken bauen auf diesen fehlerhaften Intellekt auf. Dann sind die draußen, die geöffneten Berechnungen sind außen. Und wir sind drinnen, innen, wir. Bist du noch draußen als Brösel, was dich einhält, verwechselst du dich noch mit einer Information, mit deinen ausgedachten Gedanken, dann bist du draußen. Bis du erkennst, dass da außen gar nichts ist. Es ist alles innen, es sind Informationen. Denn ich weiß genau, was dir und mir gefällt. Das kriegen wir alleine hin. Ich lasse jetzt das nicht laufen, weil das öffentlich gesperrt könnte. Aber das ist dieser Max Raube, ich bin nur wegen dir hier. Nicht wegen Onkel Udo Sinder. Nicht wegen irgendeinem Kanzler, wegen einem Star. Ich bin nur wegen dem hier, der mich jetzt ausdenkt. Mich als Brüssel Udo, UP Blau. Kannst du das Lied ja anhören? Jetzt habe ich Wisse. Du hast mich ausgesucht. Weshalb sollte ich dir glauben? Du selbst hast mir beigebracht, auf mein Gefühl zu hören. Woher willst du wissen, dass ich in Wahrheit nicht deine innere Stimme bin, die gerade mit dir redet? Ich bin du. Das ist das, was ich behaupte. Ja. Stimmt oder das stimmt? Und jetzt noch ganz wichtig. Ich bin der Gott, der vom Himmel zur Erde herabsteigt. Um aus der Erde einen Himmel zu machen. Ich bin die Liebe. Ich bin die Liebe. Ich bin die alles umfassende Liebe. Ich bin OP. Aber was jetzt wieder der Hammer ist, ich behaupte, dass ich auch du bin. Ich denke mir alles aus und ich liebe alles ohne Wenn und Aber. Das ist Holofeeling. Und du denkst dir Sachen aus und du urteilst noch hin, das ist schön, das ist hässlich, das ist richtig, das macht deinen Charakter. Und der Sinn dieses Lebens ist, dass du Geist deinen Charakter vervollkommnest. Dass du jetzt erst einmal glaubst, dass dein Charakter aus deinem Charakter entspringen auch alle anderen Charaktere. Das sind Spiegelbilder von dir selber. Und du wirst dann merken, dass du in einer Führerscheinprüfungsbogenwelt bist. Und dann schreibe ich hier, mach dich auf, mein Kleines. Kol heißt alles. Alles. Ein heißt auf Hebräisch nicht existieren. Alles ist ein nicht existierendes Es. Das ist Geist. Das ist E-Quadrat, ist das Bewusstsein. Das rote Es auf Hebräisch ist das Bewusstsein, das etwas erlebt. Aber was du erleben kannst, hängt ab von deinem Intellekt. Die Hand ist intellektuelle Öffnung. Aber du kannst auch in Gott geschlossen lesen. Die 1-4er-Struktur ist unheimlich wichtig in der Physik. Mach heißt vom Bruder, mach dich auf, AUP, von zum Schöpfer UP. Gezweifelt, so viel gefragt, so viel verschoben, so viel vertagt. Wann ist es Zeit, um loszugehen? Wer wird am Ziel noch mit uns stehen? Sind wir bereit, für Gott zu gehen, für seinen Namen einzustehen? In dieser Welt ein Licht zu sein. Mach dich auf, der Tag erwacht, erhebe dich aus stiller Nacht. Am Horizont sehen wir das Licht. Komm, breche auf, komm, zögere nicht. Breite deine Flügel wie ein Adler, flieg hinaus, wohin wir gehen, wohin wir
Überall und nirgends. Und jetzt springe ich wieder ans Ende. Dieser kleine Pfutz Tanja behauptet, dass das alles Lüge ist. Es war alles gelogen, was du mir geschrieben hast am 6.6.22. Jeden Menschen, sein Wille, sein eigenes Himmelreich. Ich reiche eine Hand und die bespuckt mich. Ego, Arroganz. Das ist, du lebst in so einer unendlichen Manipulation, eine Führerscheinprüfungsbogenwelt. Wenn du dir Gedanken machst, es gibt so viele verschiedene Informationen, durch Nachäffen kommst du nicht weiter. Es ist dieses sabere Audio nochmal, selber denken. Ist das, was du denkst, dein eigenes Wissen, dein eigener Glaube, deine eigene Meinung? Nicht. Es ist Schwamminhalt, dass du geistlos nachäffst. Kannst du es beschwören? Kannst du beschwören, dass die Erde eine Kugel ist, die sich um die Sonne rumdreht? Hast du es mit eigenen Augen gesehen? Und dann wirst du sagen, ja, aber die Astronauten haben es doch gesehen. Und ich sage, hast du schon mal einen Astronauten gesehen? Das sind alle Sachen, die du vom Hirn sagen kannst. Ja, aber ich kann doch. Ja, aber ich kann. Ich sage, du kannst alles. Du bist ein Gott. Die Fähigkeit zu erschaffen hast du jetzt schon. Aber es geht halt um diese Gebote. Es steht und fällt sich um diese wenigen Gebote, die hier so zerrissen werden. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Ägypterland geführt hat, aus dem Sklavenhaus. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Was hier viel interessant ist, wenn ich immer wieder hier reingehe, schauen wir mal ganz kurz. Und Mose berief das ganze Israel und sprach zu ihnen, höre Israel, die Satzungen und die Rechte, die ich heute vor euch euren Ohren rede. Heute. Und lernt sie und achtet darauf. Dieses heute heißt übrigens der Tag. Das ist schlichtweg und einfach hier haben wir. Das ist, heute heißt der Tag. Jom ist der Tag. Adjektiv der Tag. Heute. Jeder Tag ist heute. Eine kleine Sache. Du kannst morgen nichts machen. Du kannst heute an morgen denken. Du kannst dir jetzt, heute, jeder Moment, den du heute denkst, denkst du jetzt. Das ist das ewige Hier und Jetzt. Ich rede das jetzt zu dir heute. Nicht vor 2000 oder 5000 oder 7000 Jahren. Jahwe, unser Gott, hat am Horeb einen Bund mit uns gemacht. Jetzt will ich da nicht so reingehen. Nicht mit unseren Vätern, die du dir jetzt ausdenkst. Diese Patriarchen hat Jahwe diesen Bund gemacht, sondern mit uns, mit den Geisteswungen, die wir heute hier noch alle am Leben sind. Letztendlich nur ein Geist, zersprungen in viele Meinungen. Ich bin der Holger, nein, ich bin die Tanja, nein, ich bin der. Genau genommen, wenn du sagst, ich bin jetzt der Holger, dann was ist der Holger? Es ist ein Gedanke, der in dir auftaucht, eine Gedankenwelle. Ha-ol. Ein Hinaufgehen, ein Aufwachsen, eine Existenz, existere etwas, was aus dir heraustritt und ins Joch gespannt wird. Und dann schaust du dir ein Joch an und dann wirst du sofort feststellen, dass mich hier, das ist. Es wird hier, du sollst dir kein Bild machen von irgendeiner Gestalt, was oben im Himmel ist. Keine Planeten, Sonnen, die irgendwie um sich herumkreisen. Die berühren sich in ein und derselben Stelle, nämlich hier und jetzt in deinem Kopf. Alles, was du um dich herum verstreust, befindet sich nämlich in dir als Information. Und die scheinen sich um dich herum zu drehen. Aber wie kann sich in einem Punkt was drehen? Du musst Quantenmechanik lernen, dann wirst du das feststellen. Auf der Erde unten, Erde ist nur erwecktes Wissen, Erde. Oder im Wasser, im Meer selber sind keine Wellen, unter dem erweckten Wissen. Ich tue jetzt das nur hebräisieren mit der Vatersprache. Du sollst dir kein Kultbild machen, keine Gestalt von irgendetwas dort oben. Du sollst dich nicht niederwerfen vor ihnen und ihnen dienen. Das ist das Spiel. Und wir können jetzt so viele Kleinigkeiten, ich gehe jetzt nochmal wieder zurück. Vielleicht schalte ich nochmal um.
Das ist das, was ich erzähle mit Holofeeling. Das hat nichts mit Kirchenreligion zu tun, wenn ich jetzt gerade diese Hannis und Nannis eingeblendet habe. Weil dir muss klar sein, sobald du dir solche Christen, junge Christen ausdenkst, ich sage immer wieder, wenn du ein Christ bist, wie sieht's aus? Halt doch einfach mal, sorge dich nicht um morgen. Wenn du das hältst, dann bist du ein Christ. Es erfordert absolutes Gottvertrauen. Aber jetzt ist die Frage, wer ist Gott? Du selbst, du bist der Gott für die Welt, die du dir ausdenkst. Bist du schon ein gerechter Gott? Bist du ein alles liebender Gott? Bist du ein bewusster Schöpfer, wenn ich Gott als Schöpfer definiere? Was stimmt nicht, wenn ich sage, egal an was du jetzt denkst, du erschaffst dann etwas in dir? Eine Information. Eine Information. Eine Form, die eigentlich keine Form ist, weil die Vorsilbe in nicht nur innen heißt, sondern im Lateinischen auch eine Verneinung ist. So, jetzt denk an die Erdkugel. Was ist die jetzt? In dir drin. Momentan ist nur das Wort Erdkugel da. Ja. Stimmt oder stimmt? Erde, meine ich bei dem Wort Erde, das Dunkle, das im Acker, den Erdboden, Adama, oder meine ich die Erde, die Kugel? Es ist beides erwecktes Wissen. Übrigens auch jedes Tier, jeder Baum, jede Pflanze, jeder Planet ist genau genommen Erde. Erwecktes Wissen. Ja. Der Holger übrigens, den wir uns jetzt ausdenken, der zu existieren, der aus uns herausspritzt, weil wir ihn ausfantasieren, weil das Pixelmännchen hier mit der Brille ist mit Sicherheit nicht der Holger. Es ist ein Monitor. Jetzt beginnt die Naturwissenschaft zu zerbröseln. All ihre Experimente, wie oft erwähne ich das, sind Lügengeschichten. Ganz leicht von jedem 13-Jährigen erkennbar, weil sie reden von etwas, was sie gar nicht sehen. Mein Professor oder Dr. Gassner, wenn er da sitzt und sitzt vor einem Monitor, du hörst jetzt nur Cut, nur Worte. Das sind jetzt nur Worte. Im Anfang war das Wort, alles was geworden ist, ist Wort. Wie Ort. Ort ist wieder erweckt. Und T mit neu gelesen ist eine Spiegelung. Eine erweckte Spiegelung. Das ist ein Double U. Zweimal aufgespannt. Das ist übrigens ein U, ein kleines U ist unten verbunden und dann kippt man das nach oben und dann wird das oben ein kleines N. Und dann kriegst du einen Geist. Das hast du UN und U und N. Aber jetzt kommt das weiche D, das sich öffnet. U und N, das sich öffnet. Und jetzt kriegst du das Kreis. Da ist kein Zufall in meiner Schöpfung. Ich bin der, der ich bin. Und ich betone nochmal, ich bin du, Geist, der du dir jetzt dieses Gespräch ausdenkst. Du bist wesentlich mehr dieses Ich Bin, wie der bloß Luder, den du dir jetzt ausdenkst, weil der bloß ein Gedanke ist, den du denkst. Ich bin der, der dich das jetzt denken lässt als UP. Und um mit dir zu kommunizieren, muss ich in irgendeiner Art und Weise in dir in Erscheinung treten als Information. Also lasse ich dich jetzt an den blauen Udo denken. Gleichgültig, ob du an das Pixelmännchen denkst jetzt oder ob du dir den Menschen, den Trockennasen auf Udo ausdenkst. Es bleibt eine Information von dir. Das ist hundertprozentig sicher. Auch der Putin und der Biden und der Jesus und der Buddha. Das sind jetzt übrigens Worte, die dich wieder in Maßsetzung deines Intellekts an irgendetwas denken lassen. Und dass diese Worte selber kannst du eigentlich gar nicht sehen, so wenig wie deine Küche. Das sind diese kindgerechten Beispiele. Es ist eine Philosophie, die alles an Philosophie und Verkopftheit deiner Menschheit lächerlich macht, weil es göttlich ist, heilig, hier, hieros und jetzt heilig. Und solange dein Ego sich einmischt und du dieses Geschenk nicht annimmst, es ist immer wieder, solange du jetzt bloß ein Gedanke bist, die Menschen, die du dir jetzt ausdenkst, kriegen das nicht mit. Übrigens, lass uns mal jetzt an dein Gehirn denken. Meinst du, dein Gehirn hat jetzt die ganze Zeit seine eigenen Informationen angeschaut? Dieses Gehirn, das die ganze Zeit nicht existiert hat, bis du jetzt an dein Gehirn denkst? Meinst du, dich gibt es nur, dich Geist gibt es nur deshalb, weil du ständig ein materielles Gehirn ist, so eine Wappermasse? Was für einen geistlosen Schwachsinn äffst du eigentlich noch? Was mit Holofeeling passiert, das macht all ein. Holofeeling ist ein großer, achte auf meine Mann, achte auf meine Worte, ein Reinigungsprozess.
Rai. R-A-I heißt Spiegel, der Kopf des Schöpfergottes. Habe ich tausendfach erklärt. Rai. N. Rotes N ist Sein, ein Spiegelsein. Und das ist der göttliche Geist. Ich. UNG, verbunden sein der Geist, ein Reinigungsprozess. Und das Ganze führt zu einer Einung. AIN, wissen wir, heißt nicht existierend. AI heißt Schöpfergott. Nun, Existenz und Existenz. Rei, nun sind diese zwei Existenzen ein Geist. Nun heißt jetzt. Rot gelesen, zwei verschiedene Sein. Der vom Bücherregal und der zum Lesen anfängt. Ich, JCH und ich, ICH. ICH ist der neunte Buchstabe in unserem Aleph Bet. Und J ist der zehnte Buchstabe. Und 9 ist Neo. Und die 10, Jud, spricht man das eigentlich aus, ist der Gott UP. Dein Test Udo. Und jetzt führt uns das zu dem Wort J-U-P-I, Jupiter. Ich, UB, und ich Geistesfunken, der jetzt gedacht wird, denken lässt, was auch immer, ist der, wird zu einer gespiegelten, erweckten Einheit. Einigung, Einung, AI, nun, G. Wir zwei sind jetzt ein und derselbe Geist. Ich rede jetzt nur von einem roten Bereich, aber hab doch einfach mal die Fantasie und mach dir klar, dass du jetzt dir dieses Gespräch ausdeckst. Und du interpretierst die Worte. Jetzt stell dir vor, du hättest einen anderen Schwamminhalt, ein anderes Programm. Dann würdest du, wenn du jetzt an dich denkst, zum Beispiel an den Holger denken oder an die Tanja denken. Oder jetzt Namen, ich sage immer, Namen sind austauschbar. An den Udo denken. Und dann hast du einen ganz bestimmten Computer oder ein ganz bestimmtes Handy vor dir. Und wenn du über den Rand schaust, ich greife jetzt wieder auf das Vorhergehende, ist ein komplett anderer Hintergrund da. Obwohl die Worte, die du hörst, immer dieselben sind. Und genauso wird dein Charakter aus diesen Worten innerlich immer Beifall klatschen, stimmt oder entsetzt sein oder Angst bekommen. Du kannst das beobachten. Nur du Geist kannst das beobachten, weil du nur deine eigenen Informationen beobachten kannst. Und jetzt mache ich wieder einen Satz, den ich sage, wenn du das jetzt das erste Mal hörst, ist das ganz anders, wie wenn du das tausende Male wiederholt hast. Ich habe so Elementarsätze. Die Sache mit dem ersten und zweiten wiederhole ich immer wieder. Das, was der Erste sagt, ich bin der Erste, kann jedes Kind hier und jetzt sofort auf der Stelle überprüfen. Das, was ein Zweiter behauptet, ein nachäffender Affe, ist ja zwangsläufig ein Zweiter, das ist ja nicht die Urquelle. Kannst du in der Regel nicht einmal überprüfen, wenn du wolltest. All das, was dir ein Pfarrer erzählt, ein Geistlicher, alles, was dir ein Wissenschaftler erzählt, über den Kosmos, über die göttliche Ordnung, Kosmos heißt ja nur Ordnung, über das Universum, das in eins gekehrte, das du selbst bist, ist Lüge, geistlos nachgeäfft des Wissens. Über Atome und Protone und was auch immer. Es sind Schwätzer. Das, was ich dir jetzt erzähle, ist dein ureigenstes Wissen, weil ich nämlich behaupte, dass ich du bin. Dein Problem besteht darin, dass du dich mit deinen Gedanken von dir verwechselst. Du bringst das zweite Gebot und das erste Gebot macht dir kein Bild von Gott. Du bringst das erste Gebot, weil du dir ein Bild von dem Schöpfer machst und du bist als bewusst denkender Geist der Schöpfer für jeden Gedanken, den du denkst. Und du dürftest an und für sich selbst mit deinem jetzigen Intellekt keine Schwierigkeit haben, das akzeptiert zu akzeptieren, weil dir sollte klar sein, jeden Gedanken, den du denkst, erschaffst du selber in dir. Egal wie du den denkst, der muss so sein, wie er von dir gedacht wird, auch jeder Mensch. In Bezug auf deine sinnlich wahrgenommenen Informationen akzeptiere ich, dass du, weil du die 4 Stufen der Vergessenheit eventuell noch nicht kennst, dass du da wenn mehr Schwierigkeiten hast, dass dir klar ist, wenn du jetzt an ein grünes Maßmännchen denkst, dass das deshalb ist, weil du es denkst, oder Schneewittchen oder Rumpelstilzchen. Aber dass dasselbe auch für Putin und Biden und für den Udo Petscher gilt und für Hitler. Und dass all die Sachen, die du denkst, immer nur dann da sind, wenn du sie denkst und genauso sind, wie du sie dir denkst. Darum wiederhole ich das immer wieder. Du wirst dir eingestehen müssen, du hast es schon wieder vergessen.
in deinem Alltagsbewusstsein. Und dann fängst du an zu kritisieren, so unendlich gescheit nachzuäffen. Ich gebe dir jetzt einmal einen guten Rat, du solltest dir das langsam abgewöhnen, abgewöhnen. Weil das hält dich auf dieser Ebene bis in alle Ewigkeit fest. Und du musst keine Angst haben, du musst es loslassen lernen und es einverstanden sein lernen. Solange du dich am Leben erhalten willst, dich kannst du nicht am Leben erhalten, weil du ein nicht denkbares Nichts bist. Ein Nichts hat es gar nicht nötig, es kann auch nicht zerstört werden. Alle Ängste entstehen in dem Moment, weil du dich mit einer Existenz, mit einer von dir selbst erschaffenen Figur verwechselst, die du Ich nennst. Eine Welle, die du, der du doch eindeutig im Meer derselbe Geist bist. Egal an was du denkst. Die 200 Gramm rote Niere, die sich nicht verändert. Und jetzt kommen wir an den Punkt, der sehr wichtig ist. Du wirst zuerst einmal erkennen müssen und akzeptieren müssen. Akzeptieren bezieht sich jetzt auf das Dir, auf deinen Charakter. Dass das niemals, was ich dir erzähle, ein Gedanke von dir verstehen kann, selbst wenn er jetzt nickt wie das Pixelmännchen Holger. Das Pixelmännchen, dieses Pixelmännchen hat mit Sicherheit nichts verstanden, obwohl er nickt. Du interpretierst eventuell schon wieder ein Bild. So wie ein Physiker da sitzt, deutet mit dem Finger auf den Monitor auf einen kleinen, sich nicht bewegenden Lichtpunkt. Weil auf einem Monitor bewegt sich nichts, wenn ich immer wieder sage, da ist kein Finger und da bewegt sich auch nichts von rechts nach links, weil diese Lämpchen, die vollkommen statisch da sind, bewegen sich nicht. Und jedes dieser Lämpchen, was genau genommen eigentlich immer unsere sogenannten Triplets sind, die nur unterschiedlich ihre Helligkeit verändern, das Ganze führt dich jetzt übrigens hier zu einem binären Code. Das Thema hatte ich jetzt ganz nur der Informationshalber mit dem Holger, weil ich gesagt habe, brechen wir mal aus, wie viel 1 und 0 nötig sind. Bei 256 Farben brauchen wir für eine Farbe, eine Helligkeitsstufe, eines Lämpchens brauchen wir 8 Bit. Das heißt 8 Zahlen, die entweder 1 oder 0 sind. Und jetzt erinnere dich nochmal an den Morse-Code. Das sind ja nur Bündchen und Strichen. Wir sagen mal, Strichen ist eine 1 und ein Punkt ist eine 0. Und je nachdem, 8 Stück in der Kombination des Binärcodes kannst du 256 Stufen aufbauen. Und bei einem Drittel brauchen wir für Rot, Grün, Blau das dreimal. Und dann rechnest du aus, der Holger hat es gemacht, kann er eventuell dann das Bild reinstellen und dann rechnest du dir mal aus für ein Bild in HD-Auflösung. Wie viele Triplets das sind, mal diese einzelnen, wie lang die Kette für ein allereinziges statisches Bild auf deiner Datei, wie lang die Kette der 1 und 0 sein muss, um dieses Bild darzustellen in diesen Helligkeitswerten, für ein einziges statisches Bild, das wir uns jetzt ausdenken. Und da wirst du irgendwann nochmal merken, kann das überhaupt funktionieren? Aber da gehst du in Sackgassen, es wird deine Logik bestimmen, die du geistlos nachäffst, bis du selber zum Denken anfängst und dann wirst du merken, was für ein Scheißdreck habe ich eigentlich geglaubt. Und ich sage, du bist in einer Führerscheinprüfungsbogentraumwelt. Wie viel Scheiß muss ich dir eigentlich noch einspielen, bis du sappere Audi selber zum Denken anfängst und nicht alles bloß geistlos nachsapperst, was man dir erzählt hat. Was ich jetzt eigentlich hinweisen wollte, sind die Bündchen und Strichchen, der Morse-Code. Das, was du dir jetzt in eine Datei hineindenkst, ist ja nur eine wirklich, ich benutze das Wort unendlich, aber eine ziemlich lange Reihe an Bündchen und Strichen, 1 und 0. Denk mal einfach deine Vorstellung an der DVD, was da drauf ist. 1 und 0, Bündchen und Strichen, dann schaust du dir einen Morse-Code an. Das sind Buchstaben, Sequenzen, Bits, die zu Worten werden, die zu Sätzen werden. Im Anfang war das Wort. Jetzt sind wir wieder am Anfang, dass ich dir immer sage, du bist in einem Matrix-Programm, deine Welt, ich beweise dir mit 100% arithmetischer, auch überprüfbarer Genauigkeit, dass du dich jetzt in einem Computerprogramm befindest. Als Avatar, als Brösel, der natürlich nur existiert, wenn du an deinen Körper denkst. Anders ausgedrückt, du Geist, symbolisiert durch einen Computer, bist letztendlich verbunden mit einem Matrix-Programm. In der modernen Spielewelt nennt man das eine offene Welt, wo du unendlich viele Sachen machen kannst, auch noch Gefühle generieren kannst. Das ist die neue Realität. Die gar nicht neu ist, weil das noch nie anders war.
Und was du nachäffst, die Wahrheiten von heute sind die Dummheiten von morgen, zu den ganzen Klebern, ich wiederhole es nochmal. Die Welt, wenn du mal begreifst, dass die erste Lüge beginnt, dass du glaubst, du bist auf einer Erdkugel, die sich um die Sonne herumdreht. Ja, aber ich habe doch gehört, ich habe doch gesehen. Kannst du es beschwören? Wir sind wieder bei Amartya. Du bist dir so hundertprozentig sicher, was du geistlos nachäffst, was du nur mit der Meinung beschwören kannst. Du kannst es nicht bezeugen, du kannst es vom Hören sagen, was du aber sehr wohl kannst. Du kannst das, was du im tiefsten Innern glaubst, realisieren. Auf deiner Verabredung, sogar in einem Atomkrieg. Wobei du jetzt sofort abgewinnen musst, dass das weder was Gutes noch was Schlechtes ist. Es ist etwas, ein Atomos, ein Unteilbares, das jetzt von der Physik wieder geteilt wird, weil sie die Worte entheiligen. Das ist eine Entheiligung des Wortes. Und wenn irgendwelche Theologen hier in einen Schwall, Beispiele habe ich reichlich gebracht, in einen Schwall von grammatikalischer Auslegung in meiner Worte, sich ausufernd äußern, was in der Bibel drinsteht, aber zum Beispiel 575 704 Mal vorkommt, in jedem Wörterbuch als allererstes deiner Welt fantasieren, vor sich hin fantasieren steht und es nicht ein allereinziges Mal so übersetzt wird. Nicht einmal. Immer nur als dies, dieser, dieses oder herausspritzt. Ist es eine extrem fehlerhafte Auslegung eines Wortkomplexes, wenn ich sage, ich mache dir aus jedem Wort ein 400 Seiten, ein 1000 Seiten Buch, ein 10.000 Seiten Buch, ohne den Kontext zu verlassen. Und dann erwähne ich nochmal für einen Arithmetiker, ich sage jetzt absichtlich, könnte ich auch sagen Mathematiker, Mathematik, das gelernte Wissen von geistlos nachäffenden Affen, das ist Mathematik. Ich erkläre die arithmetisch, dann gibt es die Mandelbrot-Fraktale, dass wir eine kleine Anfangsiterationsgleichung haben und dann kommen immer wieder die Selbstähnlichkeiten. Darum sage ich, du kannst den Kontext nichts verlassen. Und ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich da ein 100 oder 1000 Seiten Bilderbuch draus mache, sondern nicht ein unendlich Bilderbuch, wo immer wieder dasselbe Anfangsmandelbrot auftaucht. Da müssen wir jetzt wieder Detailwissen haben. Aber was der normale Mensch kann in deiner Welt, er kann kritisieren und geistlos nachäffen. Die geistlos nachäffende Masse. Und dann hast du deine Spiegelungen. Ich erspare mir das jetzt, ich sage das, wenn du jetzt zum Beispiel die Putin-Redezeit aktuell nimmst. Es ist sehr interessant, wenn man es, ich muss trotzdem schnell herholen. Zoomen wir jetzt in Echtzeit einmal kurz raus. Weil das nämlich sehr treffend ist. Pass auf. Und ich betone nochmal ganz, ganz bewusst, dass es hier nicht geht, wer die Guten und die Bösen sind. Das wäre die ewige Frage, ist jetzt der Wetter, Berg oder Tal, ist jetzt Wetter eigentlich Sonnenschein und Trockenheit oder Regen? Und schau bitte ganz kurz, bevor ich hier weitermache, nochmal das kleine Bild an. Wenn ich mir jetzt eine Erdkugel ausdenke, ist jetzt auf diese Erdkugel eigentlich kalt oder warm? Da oben und da ist arktische Kälte. Da in der Mitte rum ist es heiß. Da ist ein Meer, das geht von oben nach unten. Da liegen welche am Strand und baden und da tobt ein Sturm. Und da regnet es und da scheint die Sonne. Alles gleichzeitig. Das ist es, das ein Beispiel. So. Ja, wirklich interessant. Bevor ich jetzt da weitermache, erkläre ich dir ganz kurz einmal das Wort subliminale Beeinflussung. Jetzt kannst du natürlich wieder ins Internet gehen und kannst nachforschen, was subliminale Beeinflussung ist. Subliminal, und da gibt es diese, ob jetzt das wahre oder Märchengeschichten, es sind alles Märchengeschichten, sage ich. Die Frage, ob das unabhängig von dir da außen in der Vergangenheit so war oder entdeckt wurde, stellt sich überhaupt nicht. Du hast einen Wissensspeicher, wo alles gleichzeitig drauf ist und du holst die Facetten, die dein Intellekt halt interessiert, von Interesse ist. Es geht hier die Märchengeschichte um bei Subliminal in einen Kinos. Wir gehen in die Vergangenheit zurück. Ist ja früher bei den Kinos immer eine Pause gemacht worden und ist einer, die Eltern wissen das noch, bei den Jüngern weiß ich keine Ahnung, ob das noch so ist. Und dann ist während der Vorstellung wurde der Film unterbrochen und da ist einer mit einem Bauchkasten rumgelaufen und hat Cola und Schokolade und so Zeug angeboten und Eis. Langnese-Eis zum Beispiel. War hier in den 70er, 80er Jahren
wurde Langnese-Eis ganz groß in der Werbung, überall. Und dann ist der im Kino, wenn du warst, ist einer in der Mitte des Films, Pause gemacht worden, mit Langnese oder Cola rumgelaufen. Und man hat jetzt, ich erzähle jetzt wieder eine Märchengeschichte, festgestellt, wenn du einen Film laufen lässt, der klassische Kinofilm läuft ja mit 24 Einzelbilder pro Sekunde, dass wenn ich da ein allereinziges Bild rausnehme und ich mache das zum Beispiel schwarz, hast du eine 24. Sekunde in dem Bild, hast du einen kleinen Flecken, das fällt dir gar nicht auf. Und man hat jetzt angeblich, habe ich gehört, hat man Folgendes gemacht, oh, eine kalte Cola wäre jetzt gut oder ein Eis wäre jetzt, ein Langnese-Eis wäre jetzt gut. Hat ein Werbebild ausgetauscht mit einem Bild aus dieser 24 Bilder pro Sekunde Serie. Und man hat es laufen lassen und man hat dann angeblich, habe ich gehört, festgestellt, dass hier plötzlich in der Werbepause, wenn du das machst, der Cola oder Eisverkauf angewachsen ist. Als wenn dein Unter- oder Überbewusstsein, wir haben wieder zwei Seiten, wie du es auch nennen willst, dieses kleine, diese 24 Sekunden, diese Blitzer, die auftauchen, subliminal, unterschwellig wahrnimmt und das in dir irgendwie ein Begehren auslöst und dann kaufst du das, ohne das bewusst mitzubekommen. Das nennt man subliminale Beeinflussung. Und jetzt schau mal, was deine Zeitung, was deine Welt macht mit subliminaler Beeinflussung. Wenn ich jetzt diese Budin rede, jetzt muss ich da nochmal ganz kurz zurück. Meine Lieblings, wo war jetzt das? Ich muss, es ist nämlich wichtig, wo du es anschaust. Nein, ich mache jetzt zusammen, aber wascht. Weltwoche, ne? Wo war jetzt die Welt? Phoenix haben wir doch gerade gehabt. Da ist sie. Schau. Ja. Wenn ich jetzt hier die Budin wieder laufen lasse, zum Beispiel, das sind ja nur kurze Auszüge, wo die ganze ist, auf Phoenix ist die komplette Rede drauf. Russland zählt auf sie. Die Rede ist jetzt nicht wichtig. Wenn du die laufen lässt, siehst du halt die Rede, so wie die übertragen wird. So, mein Lieblingssender, jetzt dieselbe Rede übertragen, die Budin-Rede auf Welt, zwar in einer gekürzten Ausführung, was jetzt sehr, sehr interessant ist, schau dir das einmal an. Die lassen den Budin links laufen, die machen nicht, dass sie da alle 24 oder je nachdem Auflösung jetzt hier beim Fernseher ist ja im klassischen früher 50 Bilder, 25 Bilder gewesen, dass hier ein Einzelbild ausgetauscht wird mit einer subliminalen Beeinflussung, sondern die lassen die halb laufen und beeinflussen die Menschen, indem sie hier permanent, während er eine Rede hält, hier schreckliche Bilder aus dem Kriegsgebiet zeigen. Es ist ja so ziemlich das Mieseste und das Primitivste, was es überhaupt gibt. Nahezu während der ganzen Rede zerbombt die Autos, flüchtende Kinder, flüchtende, zerfetzte Gebäude. So wird Politik gemacht. Und jetzt kommt das Spieglein, Spieglein an der Wand. Das kann man jetzt machen, da hörst du gar nicht mehr zu, was der redet. Zappere Audi, fang endlich einmal an, selber zu denken. Ich kann jetzt übrigens die Seiten austauschen. Es geht nicht, dass das jetzt die Bösen sind, sondern du wirst jetzt feststellen, dass in dem Moment, wo du gegen einen hetzt, umso mehr du in einen Spiegel hineinschreist, schreit er zurück. Und jetzt schauen wir uns einmal hier die Kommentare an. Und da geht die Manipulation nochmal los. Immer Panzer, zerbombt. Kleinen Moment, schauen wir mal hier. Von Neonazis in der Ukraine. Und zugeschaltet aus Moskau ist mir jetzt unser Russland-Korrespondent Christoph Wanner. Ein ganz schöner Freund, der hat auch eine schöne Rede gehalten an der Friedensdemonstration danach. Dasselbe Typ kannst du hersuchen an der Friedensdemonstration. Das Einzige, was er wusste, dass sich da bloß ein Haufen Querdenker und Corona-Leugner versammelt haben, um für den Frieden demonstrieren. Und natürlich Rechtsradikale und Reichsbürger. Das ist das, was du eingehämmert bekommst von den Massenmedien auf der deutschen Seite. Ob das jetzt auf der russischen anders ist, hängt davon ab, wie du dir das ausdenkst. Ich sage, das sind bloß Spiegelungen da. Und dann kommt jetzt einer, kommentiert hier. Putin befindet sich Russland auch gewissermaßen in einem Krieg mit dem Westen. Ja, das hat Wladimir Putin ganz klar gesagt. Nein. Das hat er so nicht gesagt, da haben die Deutschen angefangen. Das ist, du musst einfach selber mal hinhören, was der sagt. Ja, ja, genau. Ich verweise auf die vorhergehenden Selbstgespräche mit, zum Beispiel mit Syrien, Assad, mit Ahmadinejad,
diese Rede, wo ich reingestellt habe im letzten Selbstgespräch, von den Vereinten Nationen, wo es dann heißt, die haben die Abgeordneten haben entsetzt den Saal verlassen. Und dann hörst du dir die Rede an. Er spricht von Gott, er spricht von Liebe, er spricht von Verzeihen. Und er sagt, wenn Gott es will, wird der Kapitalismus genauso das todbringende Verbrechen. Das ist des Kapitalismus. Kapital heißt ein todbringendes Verbrechen. Wer meinst du, wer Interesse an Krieg hat? Und ich habe schon darauf hingewiesen, die für Frieden demonstrieren, haben auch ein Problem. Die wollen nämlich das Gegenteil von Krieg. Und jetzt kommt bei Holofeeling etwas, schau bitte mein kleines Bild an. Es gibt einen heiligen Tag, das predige ich seit 20 Jahren, das ist die Synthese. Ein Tag, heute, und der platzt auf in Tag und Nacht. Und wir nennen das Plus und Minus, das ist eine Gedankenwelle. Das ist der Tag, der heilige Tag, und der platzt auf in Plus und Minus. Das nennen wir Tag und Nacht. Und jetzt müsst ihr dir aufhören, dass das, was ich jetzt einmal Plushälfte nenne, denselben Namen hat wie das heilige Ganze. Und es ist ein großer Unterschied, ob du von einem Tag sprichst, 24 Stunden, oder ob du bloß die helle Hälfte meinst, die als Gegensatz die Nacht die dunkle Hälfte hat. Und es ist ein riesengroßer Unterschied, wenn ich jetzt einen Satz setze, nämlich Frieden. Bri heißt Frucht, vorher, die Urfrucht. Eden ist das Paradies. Frieden, rot gelesen, platzt auf im Frieden und Krieg. Die streben den blauen Frieden an und den Krieg meinen, sie müssen sie vermeiden. Sie wollen das Berg und meinen, sie kommen auf den Berg, wenn sie das Tal vernichten. Dasselbe ist jetzt hier, die Heiligkeit platzt auf in Gesundheit und Krankheit. Und es muss da beispielsweise Kreis und Dreieck, wenn so ein Kegel, KGL ist wie eine Welle. Die demonstrieren für den blauen Frieden, der das Gegenteil von Krieg ist, so wie wenn einer gesund sein will und meint, wenn er die Krankheit behemmt, wird er gesund, aber er wird hundertprozentig wieder krank. Evolution, Revolution. Wenn der Frieden für diejenigen, die demonstrieren, dieser blaue Frieden sich durchsetzt, kommt hundertprozentig wieder der nächste Krieg. Und jetzt geh in deine Geschichtsbücher und denk dir deine jetzige Vergangenheit aus. Der Ausweg ist die Mitte. Das ist der rote Frieden. Für den demonstriert aber keiner. Weil ein ausgedachter Mensch, die auf die Straße gehen, die du dir jetzt aufgrund dieser Worte ausdenkst, ist niemals verstehen, Mann. Hör dir das Gespräch nochmal von vorne an. Und alles, was er jetzt über Putin behauptet, ist nur ein Spiegel von ihm selber. Ich sage immer wieder, ich bin als Udo nur ein Spiegelbild deines Charakters. Was? Du bist ich. Steht es drin in dem Buch Du bist ich, im zweiten Buch der Offenbarungen. Was siehst du in dem Udo Petscher? Einen geborenen Satan, einen Schwätzer, einen Lügner? Dann bist du das. Und er sagt, man kann nicht unterscheiden zwischen Ukraine und Westen. Das ist alles eins. Und der Westen hat diesen Krieg mit der Ukraine angezettelt. Allerdings muss man sagen, das ist russische Lesart seit dem Beginn, so wie quasi alles, was er da gesagt hat, nochmal diesen russischen Kosmos dargestellt hat. Und er stellt den Narrenkosmos dar. Und es ist nur gespiegelt. Jetzt könnte ich scherzucken, eine schöne Rede vom Habeck, der dasselbe macht. Da ist nur Putin böse, 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 und die schauen ihr eigenes Spiegelbild. Und umso mehr die auf den schimpfen, umso mehr zeigen sie eigentlich, dass sie selber böse sind. Wir sind wieder in dem ewigen Spiel von Kritik. Von einseitigen, geistlos nachgeäfften Bewertungen. Alles, was er behauptet. Ich betone nochmal, wenn du jetzt deine Informationen bewusst beobachtest und als Geist schaust du nur, was jetzt da ist, das ist Cut, dann wird dir nämlich Folgendes auffallen, dass zuerst einmal deine Logik, die du zurzeit zum Denken benutzt, dein Intellekt, einen ganz, ganz großen Fehler begeht, er stellt die Kausalität auf den Kopf. In jeglicher Art und Weise. Das ist mein Klingelingeling-Beispiel. Und du hast, wenn ich immer sage, wenn du nur einen Satz, ein Beispiel von den Beispielen wirklich verstanden hast, lass ich dich jetzt in einer vollkommen neuen, fantastischen Welt aufwachen. Du wirst immer noch derselbe Geist sein. Aber du wirst mit Sicherheit, wenn du an dich denkst, nicht mehr an den Körper denken, an den du jetzt denkst. So wenig, wie du dich jetzt als ein Säugling noch denkst. Wann denkst du dich als Säugling? So, und jetzt mache ich Cut. Du hörst jetzt, warte. Du denkst jetzt an deine angebliche Geburt in der Vergangenheit. Dann denkst du jetzt an deine Mutter. Und du denkst dir, wie deine Mutter ein kleines Äffchen zwischen den, dieses Trockennasenaffenweibchen bei eigener Definition, ein kleines Äffchen zwischen den Beinen rausquetscht. Bist es du oder bist du der, der sich das ausdenkt? Das ist interessant. Bist du das?
Bist du dieser Gedanke, dieser Säugling, oder bist du der, der sich das ausdenkt? Du denkst dir den Vorgang jetzt auf. Kannst du es beschwören, dass das so war? Bist du ein Geist? Das heißt, du setzt das Dasein von dem Körper, den du dir jetzt denkst, in die Vergangenheit. Aber egal, welchen Körper du dir denkst, der entsteht hier und jetzt, was an dir selbst nichts verändert. Das ist hundertprozentig sicher. Das ist eine ganz simple Sache. Es ist so unendlich einfach. Und jetzt kommt diese große Erkenntnis, was ich immer wieder anspreche. Und jetzt muss ich zeitlich, es gibt keine chronologische Zeit. Man muss das 20 Jahre, 30 Jahre wiederholen, bis man plötzlich sagt, da bin ich denn total irre gewesen. Die Hartnäckigkeit des Egos. Und die Grundvoraussetzung ist, dass du Geist bist, dass du mich jetzt sprechen wirst. Es geht nicht mehr darum, dass du einen vor irgendwas, dass du dir diesen neuen Zustand erkaufen könntest mit Geld. Das Geld ist eine Sau. Es sind Huren. Es sind absolut Huren. Deine Ärzte sind Huren, deine Physiker sind Huren. Es sind Fehler in einem Führerscheinprüfungsbogen. Cut. Bewusst erschaffen. Es ist ein Dasein müssen. Du schaust jetzt in dich rein, wie du das bisher bewertet hast. All das Corona ist kein